Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu der weiteren Folge von Wolfenstein Youngblood. An meiner Seite wieder der Peacemaker, der mich tatkräftig schon unterstützt. Ach ja. Auf meinen Einsatz gewartet. Oh, hier haben wir noch mehrere Herz hier, falls wir später noch eins brauchen. Jo. Hier ist noch ein bisschen Munition versteckelt. Hier ist noch ein Audiogerät, oder besser gesagt, ein Lootmisch. Wahrscheinlich die aus Verwandte hier vom Vampire Bloodlines, vom Prinz Lacroix. Na, vielleicht. Guck mal, hier hängen die Helme rum. Ah ja, siehst du? Oh, La Croissant? Eine Gitarre. 11.23 Uhr haben wir. 11.23 Uhr, das stimmt aber nicht so ganz. Alter, diese Franzosen, die haben echt keine Ahnung, ob jetzt, also wissen, kennen echt den Unterschied zwischen einer Pizza und einem Croissant. Hier ist noch Ding. Haben wir noch irgendwas hier? Nö, eigentlich nicht, oder? Nö, wir dürften so fürs Erste. Noch höher? Nö, geht auch nicht mehr höher. Aber. Oh. Obszöne Aufnahmen machen. Naja, Voyeurismus. Hier ist noch ein Datenplatz gewesen in der Ecke. Labex. Lab X. Ich wähle Wolf und Sie werden es auch. So, dann würde ich sagen, sind wir so weit durch, oder? Ja, müssen wir, dürfen wir alles hier drin haben. Ah, oh. Guck mal an, das sieht man sehr schön. Der Eiffelturm und darüber ist Labor X gebaut. Hier ist noch Geld. Alter, der französische Koch, was du Poster drauf hängen. Oh. Okay. Ah. Das ist mir gar nicht so. Okay. Vielleicht die andere Seite. Die andere Seite, ja. Ach, guck mal an. Ja. Oha. Die Container kommen mir vertraut vor. Ja. So, was haben wir dann hier? Da müssen wir wahrscheinlich aufspringen, oder? Geht sogar schon jemand da hinten. Hey du! Hey du! Ja. Also hier kommen wir nicht so durch, wie wir das wollen. Violette Frauen. Hey, wir sind Frauen, wir dürfen da rein. Ja, das Mysterium Frauentoilette. Obwohl, es macht tatsächlich ja auch, hat neulich halt mal irgendjemand erzählt, dass halt die Frauentoiletten meistens wesentlich übler aussehen als die Männertoiletten, aber das ist tatsächlich noch nachvollziehbar. Ich meine, da halt mal der Sitz verpinkelt ist, dann stellst du dich ja natürlich auch, oder guckst ja selber, dass du dich dann nicht draufsetzt oder legst halt irgendwas aus und dann noch schlimmer. Von daher, das ist absolut nachzuvollziehen. Also wir kommen jetzt hier rein. Ah, ich hab ne Idee. Ja. Ha! Doch nicht so doof, wie ich aussehe. Jetzt sag ich jetzt lieber nichts dazu. Ein Gentleman genießt und schweigt. Und schweigt. Zack! So General Lothar managed to keep this secret all along. Seems like he's got a lot of connections. So, hier können wir noch die Diskette an den Schlüssel holen. Granate habe ich auch schon voll. Hast du die Diskette Brille? Schon entschlüsselt? Nee, aber die Brille gerade mal mitgenommen. Nee, gerade nix. Oh, neue Passwörter haben wir gekriegt für rote Truhen. Und?
Ach ja. Ach, das hier ist Kett, okay. Die hätte ich vielleicht mal mitnehmen sollen. Was haben wir hier noch? 400, oh, das geht doch noch. Ah, die Brille habe ich jetzt auch. Croissant mag ich nicht. Kriegt Schlagsarsch auf die Hüfte. Hm. Auch so Laugencroissant ist eigentlich nicht verkehrt. So, gut, open the door geht nicht. Ich glaube, das erst dann hier drin. Schwusch. Oh oh. Labix. Ich umkreise nur ein bisschen, kannst du den Hinterarsch schießen. Ja. Ui, 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 ui. Hey, dieser Hund. Böses Mauzi. Aschle? Gut. Oho, hallo. Stirb, Zitrone! Nee. Was? Kartoffel? War das? Heute nicht. Bams. Okay, was jetzt haben wir hier? Alter, die Helme sehen so verwirrt aus. Pass auf, dass du so Wauzi drin. Na ja, ruhig da drin bleiben. Ja, nee, Tramp. Kennst du noch Battlestar Galactica? Ken ja, aber ich nie wirklich aktiv geschaut. Ich habe ganz früher die alten gesehen, also nicht die ganz neuen, sondern nur die alten. Hm? Da haben sie dann immer gerufen, stirb Zilone. So. Da habe ich dann immer gesagt, stirb Zitrone als Kind. Na gut. Ich dachte, du wolltest auf das ASDF-Movie anspielen. Gegen Stirbkartoffel. Bewege mich so nahe, vor dich gefahren! Du bewegst dich überhaupt nicht. So, irgendwie müssen wir hier rein. Also entweder auf dieser oder auf der anderen Seite. Genau, ich guck mal gerade auf der Seite, ob da was Interessantes auf uns wartet. Aber das Auto ist witzig, wo sie da haben. Ich wechsle meine Position! Jojo, wechsel du nur. Ich könnte ja mal Granate reinschmeißen, oder? Boah. Da tust du noch jemandem weh. Ja, stimmt, auch. Yeah! Keine weiteren Soldaten mehr verfügbar. Muni, Muni, Muni. Das war alles weglooten. Ach, guck mal, da oben kommen wir rein. Ich hab den Weg gefunden. Sekunde, ich nehme meine andere Waffe. Ne, ich habe noch genug, oder? Hallo, Kommandant. Tschüss, Kommandant. Irgendwas schießt auf mich. Ich mag das nicht. So, erstmal Croissant gegessen. Hier ist noch eine Brille. Jo. Hier ist eine Kassette noch. Ja, ich komme gleich rüber dann. Also. Der Übersetzer. Ah, ne. Ich finde die Titel so witzig. Ja. Also, obwohl es halt, es gibt tatsächlich auch einen Film, der heißt Der Umleger. Den habe ich halt auch vor einer Weile mal im Dings im Geschäft gesehen. Heißt halt wirklich. Auch so. Parkcover habe ich hier gefunden. Aber da ist UVK-Cover. Ja, genau, das hatte ich. Wo warst du die Brille? Die Brille war da links, da. Da auf dem Tisch. Man. 3D Glasses. I've heard stories about these. Na, ich guck noch da drüben alles ab. Weil man könnte ja irgendwas vergessen oder übersehen. Dass sie hier überall Croissant rumliegen lassen, ich weiß ja nicht, ob das so hygienisch einwandfrei ist. Ja, vielleicht Versuchslaborrate haben wir oder irgendwas. Ach so, ja. Bams. Ja, da rennen wir halt nochmal dran. So, du warst Laser. Nichts drin.
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hm. Ja. Hier ist Explosion. Ja, warte mal, ich geh mal hinten noch gucken. Ich glaube, sonst war hier echt... Warte mal, doch. Ah, ja, nur noch die zwei Hebel, wo wir umlegen sollen. Ja. Oh, alles noch. Tür mal noch auffriesen. Hätten wir da nicht eh von Anfang an reingehen können? Wahrscheinlich nicht. Nee. Hast du mal die Bilder gesehen, wo hier an der Wand sind? Ist schon übel. Hm. Das da? Da. Ja, ja. Hm. Pfui! Ja, ich meine, die haben mit den alten Wolfenstein-Teilen haben sie auch schon die ganze Zeit da rum experimentiert. Von ja, daher. Ja. Im ganz ersten, wo noch die Typen gekommen sind, wo die Knarre im Bauch hatten und dann die Hände nach oben geschmissen haben, um dann zu schießen. So, einmal, zweimal. Warum habe ich irgendwie das Gefühl, dass da wahrscheinlich ganz dicker gleich kommt? So. Ich krabbel mal da oben ein bisschen entlang, um zu sehen, was da mal ist da vorne. Ne, da ist nix. Hallo? Ich hatte recht. So niedlich. Ich packe mal die Bärbel aus. Ich gebe eine kleine Breitseite, wenn du nichts dagegen hast. Jojo. Oh, das ist das nächste, wo was haben will. Ah, okay, das ist mir zu nah gekommen. Ein Tsunami? Ein Tsunami. Tsunami. Oh. Ah, Feuer! Oh ne, der möchte ich nicht schießen. Bams! Oh, 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 zu viele. Stehen ja, den kriege ich so. Sunny? Sunny, Sunny, Sunny. Schmeißen wir eine Granate, haben ein bisschen Spaß. Da ist wieder so. Granaten da. Denn ja. Ach. Okay, das scheint wohl doch noch nicht so ganz rund zu laufen. Schade. Hoffen wir jetzt nicht wieder bei irgendwelchen Zwischensequenzen. Granate! Jupp. Dann, genau, kannst du mich gleich nochmal einladen. Oh, bist du wieder rausgeflogen? Jo. Ja, ich klär's schnell. Ja. Weil das sind doch schon ein paar viele. Das passt schon. Oder ist es vielleicht einfach, vielleicht sind die Server generell jetzt nicht so wirklich stabil. Kann schon gut sein. So, dann lade ich dich nochmal ein. Use Body Pass, zack, Invite Buddy. So, achso. So. Wo schießt du jetzt hin? AKA Julie Brandt led the attack on the resistance where the former leader Emmanuel was captured and killed. Sieht, dass der obere Kommandant für die Treppe runterkommt und schießt aber durch die Wand anscheinend. Ja, die KI soll nicht so das Wahre sein. Ja, okay. Was will man erwarten, sagen wir mal ehrlich. Nur weil es kommt. So, looten, leveln, looten und leveln. Leveln und looten. Oh, was haben wir da? Nö. Boah, das ist aber wirklich ein großer Bereich. Hm. Irgendwas scheint die ganze Zeit am Ballern zu sein. Nö, ich baller nicht. Wahrscheinlich hat er bei mir dann irgendwas nicht anständig geladen. Kann passieren. Oh, guck mal, Wasserautomat. Ui. Was? Kalt? Warmwasser. Ey, geil. Kannst du jetzt noch einen Tee machen? Hier gibt's noch eine Spezialkiste, wo ich gerade bin.
Ah, ja. Ah, hast du schon gesehen? Super. Blöd. Das nicht bei den anderen auch schon? Na, das ist Mist. Also ich meine, der Code kommt mir wie bekannt vor, oder wahrscheinlich ähnlich wie bei den anderen Kisten. Ja, nee, wir haben ja die Disketten gefunden und dann werden ja die Codes drüber gelegt, ja. Wie man es braucht. Aber ich glaube, bei den anderen war es auch schon mal 8325 oder irgendwas in den Dreh. Oh, das kann sein. Ich merke mir sowas nicht. Oh. Wouldn't it be so cool to have an underground lair just like this? Rüstung. Yeah, without all the Nazi stuff, that would be totally bodacious. Ja, ich habe irgendwie gerade auch alles voll hier. Ja, noch nicht. Kann gut sein, dass ich, wenn ich hier neu spawne, mit vollem Equipment reingespawnt werde. Das kann schon Sinn. Da ist eine Health drin. Health. Hier ist noch 820. Oh, die Truhe mache ich auf. Ah. Ja, also angeblich ist hier wohl, steht hier wohl jemand und ballert halt durch. Oh, Dieselkraft? Wo ist denn Dieselkraft da? Ja, Dieselkraft ist gut, die kann ich ja gebrauchen. Oh ja, da schießt doch einer. Oder? Ah, das warst du. Ja, wahrscheinlich als ich da rausgeflogen bin. Hier wäre halt tatsächlich nur noch so ein Health-Ding noch drin. Was wir vielleicht mal irgendwann gebrauchen können. Ja, dann gehen wir mal weiter, würde ich behaupten. Ritzel. So, hier müssen wir durch. Alter, dass die packen überhaupt. Ja, mit den Anzügen. Ja, trotzdem. Hilft dir doch schon ordentlich mit. Ja. Ich stell mich gleich mal hin ins Eck. Schießer. Nö, da war nämlich Stroh zum Öffnen. Looten und leveln, ich sag's nur noch immer. Ah, Rüstung, Energie, oh oh. Hier gibt's mir zu viel Munition und Kram. Aber ich sehe aber auch keine Wache im Moment. Doch, ich schon. Was denn das? Oh, da sind schon jemand. So, ja, Hütchen. Bautzi. Was ist Bautzi? Okay, der Kommandant hat ich schon verwischt. Sehr schön. Vorsicht, Hund. Ritzel, der Hund. Stirb, Hund. Jetzt stell dir mal vor, so zwei Stück hätte ich im Garten. Dann muss ich nicht auf Gassi gehen. Doch schon, die brauchen ja viel Auslauf. Ja, als Maschine? Ich glaube, die brauchen eher öfters Wartung. Irgendein Dicker rennt noch da rum. Hier haben sie hier von den Viechern auch welche aufgeschnitten. Ja, habe ich gerade gesehen. Übelst, oder? Pfui! Aber ich glaube, das sind die Dicke, wo in der Nordsicht drin sind, oder? Sehe ich das falsch? Das kann echt gut sein. Ziersaal, ich habe gerade Speisesaal gelesen. Ich meine, wie die schmecken. Wieder anderes. Ja, ganz lecker. Oh, croissant. Medium. Meinen Soldaten gern Medium. Medium Ra. Genau. Medium Windra. Discord kam in Handy. Irgendwo rennt noch einer rum. Ey, guck mal, wenn du Hände brauchst, helfen die Handcaps immer. Irgendwas schießt hier, aber von wo? Ah, von da oben. Ah, bist du schon hoch. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Ah, das ist noch Truhe, die habe ich noch übersehen.
Ich habe langsam wieder genug Geld, um Upgrades zu holen. Ah, die kriegt man gegen richtig gut, finde ich. Ja. Wie gesagt, ich habe ja also hier die, ich glaube die, also die Schrotflinte und das Gewehr habe ich schon also komplett auch upgegradet. Mhm. Ja, es gibt hier noch mehr Upgrades, wo du holen kannst. Ja, ja. Also es ist ja nicht nur mit dem Ende zu tun, also das ist wirklich so... ich glaube, das war die 7, die Blitzkanone, oder? Jo. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Allerdings sieht es auch gerade mit der Folgenzahl oder mit der Folgenlänge gut aus. Von daher würde ich mal sagen, wir beenden das hier. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.